Willkommen zurück, Leute, bei Let's Play Silver. Wir gehen jetzt durch die Tür, wir gehen jetzt durch die Tür, wir gehen jetzt durch die Tür, da gehen wir jetzt durch. Die Scheißtür ist endlich offen. Dankeschön. Und wir kommen von einer ganz anderen Kameraperspektive raus. Kämpfen. Extremes Kämpfen ist angesagt. Und da kommen unsere ganzen Soldaten hier aus ihren Löchern raus. Ey, der Dicker hat mich voll verarscht. Nicht verarschen! Und zack! Hau drauf, Typi! Okay, beide haben eine Axt. Und, tja, genau. Nein! Wir haben dein Schild zerstört, das geht ja wohl gar nicht. Zack, zack, zack. Und genau, schlag zurück. Ja, Leute. Du musst... Ey, wir laufen nur um dich herum und du triffst uns nicht. Das ist ja wirklich unglaublich. Tuse. Du kriegst... Tuse. Gut, wie wäre es, wenn du mal wieder ein neues Schild bekommst? Oh Gott, wir haben keine mehr. Du kriegst ein Assi-Schild. Ja, was ist denn euer Problem? Gut, was wollen wir denn machen? Wir dringen ja eigentlich zurzeit einfach nur weiter in die Stadt ein. Und haben nichts Besseres zu tun. Okay, ich habe alle meine Leute nochmal gecheckt. Und, ja, haben wir eine große Auswahl hier? Nein. Wir können einzig und allein hier lang gehen. Durch die linke Route. Und wer ist er denn jetzt? Er sieht schlimm aus. Ach, wirklich? Vielleicht ist er angegriffen worden. Oh Gott, guck ihn dir lieber an. Naja, vielleicht doch nicht. Oh Gott, er ist ein Zombie! Nein, er ist ein Werwolf! Ey, was geht denn jetzt hier ab? Ja, wir haben es auf einmal mit Werwölfen zu tun. Super Unterstützung. Alter, das geht gar nicht jetzt. Und was für ein Werwolf, Alter. Der macht mich voll fertig. Nimm Feuer, du scheiß Werwolf! Und du schieß auch mal los. Ja, schieß auf den Werwolf. Und... Okay. Ja, holt einfach alle auf. Holt alle auf den blöden Frosty-Typi. Ja, irgendwie macht das alles keinen Sinn. Wie wäre es mit dem Bogen? Oh, Bogen mag er gar nicht. Scheint mir schon fast so. Alter, ist das viel stark. Das ist ja fast gar, das ist ja gar nicht mehr feierlich hier. Gut, ich spieß einfach mit auf dich rauf. Ja, Spieße! Stirb! Oh, Alter, der Wolf geht ja nur ab. Der Wolf geht ja nur ab, ey. Ja, wie geht der denn ab? Ja, spieß ihn auf! 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 Leute, verpisst euch alle mal. Gut, du kriegst erstmal was zu essen. Nein! Verpiss dich! Im Sinne von wegrennen! Jetzt wird hier alleine gekämpft. Ist einer gegen einen hier. Du lässt meine ganzen Teamkameraden jetzt mal Ruhe. Aua. Okay, ich nehme am besten eine Axt. Und den super Axt! Ja! Oh, voll gesessen. Zack, zack, ja, sieht so aus, du bist dumm. Oh Gott, nein, ja, das ist ein sehr epischer Fight hier, gegen einen Werwolf. Und irgendwie ist er viel stärker als ich. Zack, 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 zack. Oh Gott, nein, 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 nicht sterben. Erst noch mal schnell was. Ach Gott. Was nützt mir das, wenn ich was esse, wenn du mich so im nächsten Schlag wieder die Hälfte meines Essens abziehst? Das musst du mir mal erklären. Nein, nicht sterben. Gut. Jetzt bist du gefragt, Axtmenschi. Ja, nicht sterben. Nicht sterben. Ja, endlich bist du tot. Gut. das war aber vielleicht ein Kampf gewesen. Oh Gott. Das war ungesund. Das war richtig übel. Das war ja richtig übel. Das hat auch... Boah. Irgendwas passiert da im Hintergrund. Man weiß nicht was. Achso, Downloads sind abgeschlossen. Finde ich ja super. Wie soll ich noch Downloads anlaufen? Nein, nicht das, was ihr jetzt denkt. Egal. Gut, wir haben so viele Messer, die kannst du mal benutzen. Und du nimmst mir mal am besten ein Schild in die Hand. Und wo können wir lang? Wir können rechts oder links. Irgendwie gucken alle so abwesend, bis auf Vivienne, und die guckt dahin. Also gehen wir da lang. Mal sehen, was es dort gibt. Anscheinend gibt es dort was Interessantes. Und da ist ein alter Penner. Was will er denn? Ihr schon wieder. Oh, nicht er. Ich habe gesehen, der dumme Typ aus der Taverne. Leider habt ihr damit auch mein Geschäft ruiniert. Geil. Wie bitte? Ich habe Silber verkauft. Werwölfe hegen eine natürliche Abneigung gegen dieses Material. Ein bisschen Silber an der Klinge eures Schwertes hätte sich mit einer größeren Wirkung durch sein Fleisch gebohrt als einfaches, kaltes Eisen.
Aber jetzt muss ich mir wieder eine andere Beschäftigung suchen. Ja, verreck, Opi! Oh, Verzeihung. Vielleicht hätten wir ihn lieber verwundet und blutend liegen lassen sollen. Das wäre die bessere Alternative gewesen. Aber mit ein bisschen Glück finde ich bald eine andere verdammte Straße, in der ich meinen restlichen Warenbestand verkaufen kann. Ich sollte mich jetzt besser danach umsehen. Wir sehen uns sicher wieder. Ja, Opi! Verreck. Wir sehen uns sicher wieder. Wie? Was bist denn du für ein Arsch, Alter? So. Ich muss ja mit der Tab-Taste arbeiten. Was meint ihr? Ich finde schon. Gut, so viel zu dem Werwolf. Ich hoffe, ich muss so schnell nicht normal wieder gegen ankämpfen. Der war ja auf Bosskampf-Qualität gewesen, sag ich mal, der Typ. Der hat mir echt derbe Schaden gemacht. Aber naja. Gut. Zack, zack. Oh, sie kommen alle raus. Ich sag, schlag sie einfach, wenn sie wieder raus. Ich stehe direkt vor der Tür und verklopf sie. Das ist auch genial. Gut, Vivian, du kriegst Käse. Ganz viel Käse. Schweizer Käse. Und wir laufen mal weiter. Ach, was ist das hier für eine dreckige Sonne dort gewesen? Das gibt's ja gar nicht. Ach, wer bist du denn jetzt? Moin. Entschuldigung, wir sind auf der Suche nach einem gewissen Thaddäus. Man sagte uns, er wäre hier in Lower Rain zu finden. Das kostet eine verfluchte Dublone. Eine verfluchte Dublone? Warum eine verfluchte Dublone? Genau. Stellt mir keine Fragen. Zahlbar sofort, wenn ich bitten darf. Tja, zum Glück haben wir uns diese eine verfluchte Dublone damals aus der Taverne mitgenommen. Und somit können wir jetzt auch mit diesem verrückten Typen reisen, der auf einer Holztür steht und irgendwie immer weiter redet, immer die Weiterrede an, immer zu weitermacht. Und er sieht süchtig aus, also gehen wir mit ihm. Hier eine verfluchte Dublone. Geil. Das dürfen wir mit. Wow, wir sind so toll. Lalalala. Wir könnten auch einfach schwimmen, aber das wäre ja zu einfach. Nein, bloß nicht schwimmen. Was haben diese ganzen Superhelden, die ganzen Helden im Spiel eigentlich immer mit ihren Schwimmen, dass sie nicht schwimmen können? Da. Sieht verlassen aus. Hallo? Ist da jemand? Versucht es mit Professor Weldings Anrufungsformel. Also gut. Aus der Wo weiß sie davon? Woher weiß sie davon? Der roten See von Jara, erhebet euch, Thaddäus, erhebet euch. Süchtig. Oh Gott! Was? Wer hat Thaddäus gerufen? Was ist das für ein süchtiger Kopf? Mein Name ist David. Professor Welding hat uns erzählt, dass ihr ein Unterwassergefährt geschaffen habt, das es uns ermöglicht, in die versunkene Kathedrale von Spires zu reisen. Ja. Dort befindet sich eine der magischen Kugeln und wir müssen alle acht finden, um Silver vernichten zu können. Ja. Dann nehmt es! Es steht ganz zu eurer Verfügung. Wo ist es denn? Gott, es sieht aus wie ein U-Boot. Es ist wahrscheinlich auch eins. Aber egal. Ja, an was hat euch denn dieser Kopf erinnert? Also mich hat er ganz stark an diesen Kopf von Hongkong 97 erinnert. Obwohl ich an dieses Spiel gar nicht mehr ansprechen wollte. Aber gut. Hongkong 97. Oh, was ist denn jetzt los? Ihr alle wurdet auserwählt, um meiner Eliteeinheit beizutreten. Und ihr dankt es mir mit Unvermögen. Oh. Also, warum leben diese Rebellen noch immer? Unsere Wachen können nichts. Ruhe! Es gibt keine Entschuldigung für euer Versagen. Geil. Zu eurem Glück habe ich mir selbst eine kleine Rückversicherung zugelegt. Geil. Was für eine Rückversicherung? Einen Rebelleninformanten. Diese Idioten wenden sich gegen sich selbst. Aber können wir dem Wort eines Verräters trauen? Er ist dumm und schwach. Er wird sich mir nicht widersetzen. Ja, süchtige Stimme. Jake, tretet vor. Schick, was? Was für ein Typ? Bisher waren diese Rebellen nur lästig, aber sie wurden zu einem echten Problem, als sie anfingen, ebenfalls nach den magischen Kugeln zu suchen. Und das dazu noch wesentlich erfolgreicher als ihr. Verzeiht's, Fire. Oh, ist super, Ninja. Hör auf zu winseln. Ninja, Mann. Nehmt die Tauchglocke und geht in die Kathedrale von Spires, in der sich anscheinend die magische Kugel der Heilung befindet. Bereitet dort einen Hinterhalt für die Rebellen vor, die sie sich holen wollen. Und wenn ihr sie alle erledigt habt, bringt ihr mir die magische Kugel. Und Jack, enttäuscht mich nicht! Oh Gott, er ist der süchtige Katzenviech. Du gehst nach Chains und vereitelst den kläglichen Ausbruchsversuch des Dukes. Aber lass ihn am Leben. Was die anderen angeht, keine Gnade! Duke wurde gefangen? Wieso hat mir niemand davon erzählt? Und du!
Bestätige mir, dass die magische Kugel in deiner Obhut sicher ist. Ja, Vater. Ich habe Draco, meinem fähigsten Mann, befohlen, sie zu bewachen. Dann musst du dir ja keine Sorgen machen. Was ist das für das rote Flüssigkeit, die da aus diesen Löhren läuft? Ist das Blut oder vielleicht ist es auch rotes Glibber der Macht? Oder vielleicht ist es auch rotes Gelee von Zelda? Man weiß es nicht. Da, was ist denn das jetzt für eine geile Scheiße hier? Oh, blub. Und so.